Flip, flip, klapp, neue Podcast-Episode. Ich habe den lieben Guido hier am Start und es geht um ein Thema und ich lasse mir nicht nehmen, es selber zu sagen, weil du kannst es gleich im Detail erklären. Es geht um Video-Selling. Und vielleicht einmal hallo, Guido, sag einmal, dass du da bist. Ja, hallo und grüß dich, Henrik. Nicht, dass ich glaube, ich würde das hier alles alleine machen. Wir haben uns kennengelernt, sag du mal, bei Morefire, oder? Ja, bei Morefire und bei Vertrieb Business Live. Ja, genau. Genau, hier in Kölle vom Live gab es eine Konferenz. Da warst du Speaker, da war ich Speaker und abends haben wir uns zum Kölsch und auf eine Pizza bei den Freunden von Morefire getroffen. Genau. Und auf einmal sprachen wir über Sales Funnel und auf einmal erklärtest du mir dein Thema Videoselling. Und da ich ja Video schon immer mag und Selling ja auch mag, habe ich gedacht, wie spannend. Und deswegen, Guido, einmal Bälle zu dir. Erklär doch einmal, wo du herkommst, was du machst und wie bist du an dieses Video-Selling-Ding irgendwie eigentlich jetzt drangekommen und was ist denn das eigentlich? Das ist Teil 1, den gebe ich dir gleich. Und danach, vielleicht als kleiner Spoiler, wollen wir uns eigentlich so die einzelnen Use Cases, wo man Video-Selling gut anwenden kann, aus unserer Erfahrung, die wollen wir uns schön um die Ohren hauen. Das machen wir sehr gerne. Das sind die zwei Teile. Bald zu dir. Wer bist du? Was machst du? Was hast du mit Video-Selling echt da am Hut? Also ich greife den Ball auf. Ja, wer bin ich? Ich bin Guido Weber. Ja, ich bin jetzt seit über 20 Jahren im B2B-Vertrieb und war bis Mitte letzten Jahres tatsächlich angestellt. Ja, die meiste Zeit als Vertriebsleiter. Zuletzt war ich im Konzern, habe da rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortet. Und dann, ja, kennt vielleicht viele, ist irgendwann so der Punkt, so mit Anfang, Mitte 40, wo du denkst, wie geht's jetzt hier weiter? Was machst du denn jetzt noch beruflich und gibt es nicht auch andere Wege? Und dann habe ich tatsächlich einen harten Cut gemacht und bin jetzt in das Abenteuer Selbstständigkeit gesprungen. Und nachdem so Vertriebstrainings und Coachings mir schon immer Spaß gemacht haben und ich auch jahrelang da meine Teams selbst auch aktiv begleitet habe, war dann so die Frage, okay, was machst du denn jetzt da? Was gibt es denn da draußen für Themen? Und in der Zeit kam Corona und ich glaube, alle würden zustimmen, dass Corona ganz, ganz viel im Vertrieb, vor allem im Bereich der Digitalisierung verändert hat. Und in dieser Phase habe ich ganz intensiv in die USA geschaut. Und nicht nur, was machen die da jetzt plötzlich mit Videokonferenzen? Wir hatten ja vor Corona, tatsächlich gibt es Untersuchungen, nur 32% der deutschsprachigen Unternehmen, die im Vertrieb mit Videomeetings gearbeitet haben. Heute undenkbar, ja, da sind es 95% und mehr. Da habe ich eben geguckt, wie machen die Amerikaner das? Was gibt es dort für Impulse? Und dann bin ich eher in so einem Seitenthema auf dieses Videothema gestoßen, dass sie nicht nur Live-Videomeetings machen, wie wir es auch in Deutschland schon erfolgreich natürlich überall eingeführt haben, sondern dass die Amerikaner schon seit Jahren sich persönliche Videobotschaften schicken im Vertrieb. Und dann dachte ich, ey, das ist ja was Spannendes und irgendwie so einfach und so naheliegend. Und da habe ich mir das ein bisschen genauer angeguckt, habe dann dort auch Fortbildungen mitgemacht und habe dann gesehen, ey, in Deutschland kennt das fast keiner. Und gleichzeitig hat das so eine riesengroße Power, weil wir mit, ich nenne das jetzt Video-Selling, die Amerikaner sagen dazu Video-Messaging oder Video-Prospecting, wenn es um die Kaltakquise geht. Ich nenne es Video-Selling und die Idee dahinter ist im Grunde total simpel. Bau einfach in deinen Kommunikationsmix im Vertrieb an ganz spezifischen Punkten, ich würde mal sagen so in den Momenten der Wahrheit, the moments of truth, einfach mal statt einer gesichtslosen und langweiligen Textnachricht eine persönliche Videobotschaft ein. Also eine 1:1 Videonachricht, die du entweder einem Kunden schickst oder einer kleinen Kundengruppe, wo du dich zeigst, wo du in der Kamera sprichst, ganz locker so, ganz natürlich. Und deine Botschaft und deine Message hier rüberbringst. Und das ist quasi die ganze Idee. Also guck an verschiedenen Punkten in deinem Vertriebsprozess, wo macht sowas Sinn? Macht das nicht inflationär? Denn dann nervt es auch und dann hat es nicht mehr den Effekt. Aber mit gewissem Fingerspitzengefühl funktioniert das. Ja, und damit bin ich jetzt seit einem Jahr knapp jetzt unterwegs. Als, ich sag mal, Deutschlands erster Video-Selling-Coach. Es darf ruhig noch mehr davon draußen geben, denn dann kriegen wir das Thema hier weiter schneller in die Spur. Denn es ist wirklich ein tolles Thema und ich coache Unternehmen, Selbstständige dabei, das quasi in ihren Vertriebsprozess mit aufzunehmen, quasi rundum alles, was es da für Aspekte geht. Also von, wie stellt sich vor die Kamera, was brauchst du eigentlich für die Technik, was gibt es da für Softwareplattformen und dann natürlich weiter, wie sieht dein Vertriebsprozess aus, wo macht das bei dir Sinn, was sagst du in so einem Video, wie ist so ein Video aufgebaut, dass es nutzenstiftend ist und dann, das ist, glaube ich, für viele einfach auch ein wichtiger Schritt, sie schon noch ein Stück weit an die Hand zu nehmen. Und ein Stück zu begleiten, denn in so eine schwarze Kameralinse reinzusprechen, ist halt irgendwie in unserer Genetik nicht vorgesehen. Und entsprechend schwer tun wir uns halt damit. Und ja, wenn man das ein paar Mal gemacht hat mit Begleitung, du, dann funktioniert das. Und wirklich die Ergebnisse und auch die Erlebnisse, die man damit hat im Vertrieb, sind einfach toll. Mega, hast du gut erklärt. Als wir uns da kennenlernten an dem Abend,
du mir das so erzählt hast, war, glaube ich, mein erster Punkt, den ich im Kopf hatte, dass ich gedacht habe, so, ah ja, geil, Videos kann ich. Wir haben ja mit vielen Kunden auch so Social-Media-Zeugs gemacht und auch schon immer. Und diese Hürde eines Menschen, eines jeden Menschen, sich vor eine Kamera zu stellen und, wie du gerade sagst, schwarze Linse da so reinzulabern, die ist ja so hart und so psychologisch. Und da geht es ja noch nicht mal darum, sage ich das Richtige? Ja. Oder wo wir jetzt gleich drüber reden, was funktioniert eigentlich am besten? Sondern es ist ja so eine Hürde, so ich vor einer Kamera, wie sehe ich aus? Was muss ich alles machen? Was sage ich überhaupt? Wer hört mir überhaupt zu? Und wieso überhaupt ich? So, wie vielleicht da einmal da kurz rein, wie siehst du das? Und hast du auch diese Erfahrung? Und wenn ja, wie knackst du das? Ja, die Erfahrung mache ich quasi täglich. Ist so manchmal so ein bisschen, die Leute sagen dir das ja nicht direkt. Ja, wenn die sagen, irgendwie Videosetting finde ich doof, dann steht oftmals eigentlich dahinter, ich habe schon verstanden, dass es ganz cool sein könnte, aber ich habe keinen Bock, mich vor die Kamera zu stellen. Dann mache ich mich zum Affen, was sagen die jetzt? Und gerade diese ersten Videos, weiß nicht, ob du das kennst, so, wir hatten in der Familie, glaube ich, schon in den 80er Jahren eine Videokamera, so eine VHS-Videokamera. Und dadurch kenne ich da schon von Vorurzeiten, dass wenn man da so gefilmt hat, auch in der Familie und hat das dann später gezeigt, dann fing Onkel und Tante und alle an, plötzlich zu sagen, ey, so klingt meine Stimme, so doof klinge ich, so sehe ich aus, Scheiße. Oh Gott. Ja, und den gleichen Effekt haben wir heute halt hier weiterhin. Und da ist natürlich eine Barriere, die man überwinden muss. Wahrscheinlich so wie das erste Kaltakquise-Telefonat, was du machst. Ja, du sitzt vor dem Hörer wie das Garnichen vor der Schlange und musst halt irgendwann mal springen. Und um das zu überwinden, gibt es ein paar ganz simple Tricks. Also das eine ist natürlich zu sagen, du musst es machen, üben. Und vielleicht nicht gleich am echten Kunden. Sondern wir fangen an und sagen, jetzt schickst du erstmal so ein Video selber. Und im zweiten Schritt schickst du mal dem Guido ein Video. Und im dritten Schritt schickst du mal jemanden, den du sehr gut kennst, ein Video. Und wenn du dich dann immer noch nicht so richtig wohlfühlst, dann schaust du mal, dass du vielleicht 4 Wochen lang einfach jeden Tag immer 2 Leute, die dich kennen, ja, und die du kennst, einfach mal rausnimmst und überlegst, was könntest du denen für eine kleine Videobotschaft schicken, weil sie zum Beispiel Geburtstag haben, weil sie im Beruf eine Veränderung haben, weil irgendwas Spezielles ist. Und dann machst du so ganz kleine Messages, sage ich mal so, im geschützten Raum. So, und wenn du das mal einen Monat durchziehst, dass jeden Tag, wo du es nur Werktag machst, dann hast du so 80 Videos aufgenommen. Und aus diesen 80 Videos, und das ist halt die Magie dahinter, kriegst du mehr als 2 oder 3 Handvoll mega geile Rückmeldungen. Und die pushen dich dann. Und die sagen, hey, das, was du machst, ist cool. Und ey, ein Video. Und das ist so natürlich. Und ey, vielen Dank, so das habe ich noch nie bekommen. Neben einfach diesen ganzen Textnachrichten, mit denen wir zugebombt werden. So, und im Coaching, ja, machen wir es dann auch mit Übungen, dass wir einfach wöchentlich uns quasi Themen vornehmen und sagen, jetzt machen wir zu dem Thema ein Video, jetzt machen wir nächstes Mal mal zu dem Thema ein Video. Und dann gibt es davon Feedback, dafür Feedback von mir. Und das, was ich immer wieder wahrnehme, das ist, dass so zwischen der 2. und der 4. Woche, Hendrik, da platzt irgendwie so ein Knoten. Auch wenn das Kollegen sind, die sich kennen, ja, die schmunzeln manchmal so bei den ersten Videos, die sie von den anderen sehen. Und dann so nach der 2., 3., 4. Woche sagen sie plötzlich, ey, jetzt bist du endlich der, den wir kennen, der jetzt auch in die Kamera reinspricht. So, und dazu brauchst du jetzt nicht hunderte von Videos. Ich würde sagen, hey, mach 10, 15, 20 Stück. Mach das mal 2, 3, 4, 6 Wochen lang und dann bist du da einfach so fit, dass es dir nichts ausmacht. Und du reifst übrigens nicht nur vor der Kamera, sondern, haben auch schon viele bestätigt, auch insgesamt in deinem persönlichen Auftreten, auch mal auf Bühnen und so weiter. Also es ist schon eine recht, recht coole Sache. Ich finde das mega, was du sagst. Vielleicht ein Erfahrungswert von mir, überhaupt generell mit Videos. Dieses erste Erfolgserlebnis ist so entscheidend und das kann man aus meiner Sicht hacken. Und wir machen das in unseren Workshops immer so, dass ich sage, okay, komm, wir machen das Video jetzt einfach, so hinten in so einer stillen Ecke, wo es so keiner mitbekommt. Und dann zeigen wir das aber direkt dem Team, dem Workshop-Team. Und was passiert in diesem Workshop-Team? Da würde ja keiner sagen, was eine Scheiße oder so, sondern da sagt ja jeder, boah, krass, du hast es geschafft. Und dieses Erfolgserlebnis führt dazu, dass man auf diese Schallmauer, der erste kleine Erfolg, so schlimm ist es ja gar nicht, dass der durchbrochen werden kann. So, das ist vielleicht die soziale Bestätigung. In dem Moment, wo du eine soziale Bestätigung kriegst, genau. Ja, wo du sagst immer, oh, das ist alles blöd, und plötzlich sagt einer, ey, das war genial. Ja. Das, wie, du fandst das gut? Ey, das war toll. Ja. So, wir und sind, kein anderer hat sich getraut.
keiner hat sich getraut. Ja? Und das, genau. Diese Selbstkritik, die muss man so ein bisschen an die Seite stellen und dann, dann klappt das. Ja, das ist so die Hürde. Jetzt hast du eben, finde ich, noch so beiläufig gesagt, weil ich glaube, dann können wir das auch einmal einframen und dann können wir in diese Use Cases reingehen, können wir ein bisschen rumnörden. Du hast gesagt, so statt der ganzen blöden, stumpfen, geskripteten Textnachrichten. Ja. Und das ist so mein zweiter Punkt, den ich damals gedacht habe, weiß ich nicht, ob du es noch weißt, ich habe gedacht, Guido, ich habe schon so einen Use Case, den mache ich schon sehr lange. Mhm. Und zwar, ich habe schon immer, wenn wir einen neuen Kunden gewonnen haben, dann machen wir das ja meistens, da haben wir hier unseren Ansprechpartner, mit dem haben wir jetzt irgendwie den Deal gemacht, der uns ja quasi für das Team XY gekauft hat. Ja. Jetzt weiß das Team ja noch nichts von ihrem Glück, dass das mal so steht. So, und da habe ich immer in diese Zwischenzeit nach quasi Vertragsunterschrift, bis wir dann mit diesem Team starten, habe ich immer auf meine Art ein persönliches Video aufgenommen für das Team. Hey, liebes Team, hier von Team Guido Weber, ich freue mich mega, ich habe hier mit dem Guido das und das ausgemacht, das haben wir vor, wir sehen uns am 18.10. Das ist wichtig, das ist wichtig, das ist wichtig, das kommt hinten raus und ich hoffe, ihr habt auch Bock, ich freue mich auf jeden Fall mega zu sehen, ihr könnt jetzt schon Fragen stellen, bla bla. Und das ist immer mega angekommen. Jeder weiß selber, oh, Dienstag ist Workshop, wir wissen eigentlich gar nicht, worum es geht und was ist das eigentlich für eine Palumpe, die da kommt und so. So das kennt ja jeder und das habe ich damit immer quasi schon im Vorfeld eigentlich weggenommen, weil jeder merkt, wie bist du eigentlich drauf, wird das jetzt stocksteif oder ist das vielleicht ein bisschen anders. So, die Stelle habe ich schon immer gehabt. Durch dich, vielleicht haken wir die Tool-Geschichte auch direkt ab, bevor wir in die Use Cases gehen. Ich habe das immer einfach mit meinem iPhone gemacht, habe das bei mir in Google Drive hochgeladen, habe das auf öffentlich gestellt und habe denen den Link geschickt. Und ehrlich, das war für mich einfach, das Team konnte, Hauptsache das Team kann das, ohne was runterladen zu müssen und so abstellen, das war okay und hat funktioniert. Dann wieder einmal bald zu dir. Ich weiß selber, bei Videos reden die Leute ihre psychologische Hürde, die sie haben, auch gerne einfach mit Tools weg. Na, wir haben nicht das richtige Equipment, wir brauchen eine Kamera und ein Mikrofon und was mache ich mit meinem Hintergrund und bla bla. Vielleicht packst du da mal deine ein, zwei Lieblingstools raus. Eins davon feiere ich ja selber sehr. Dann haben wir da auch einen Haken dran. Ja, sehr gerne. Also erstmal, der Markt ist da wirklich total riesig. Für alle, die sich damit beschäftigen, die denken so, ja, das gibt's alles nicht und so weiter. Und dann guckst du in den Markt rein und denkst, ey, die ganze Welt muss eigentlich schon mit Videoselling arbeiten. Denn tatsächlich gibt es über 40 Plattformen global, die genau diesen Use Case hier quasi abbilden. Und da reden wir jetzt nicht über Vimeo oder über YouTube, sondern tatsächlich über Tools, die es dir ermöglichen, direkt über den Browser deine Kamera anzusteuern und dein Mikrofon und dann über den Browser auch das Video direkt aufzunehmen. Und da vielleicht leicht technisch, also wir verschicken diese Videos jetzt nicht als Dateianhang mit irgendwie 200 MB, wo gleich jeder sagt, das geht ja gar nicht, sondern wir zeichnen die auf einer Plattform auf und haben dann einen direkten Link, der auch kryptisch so ist, dass er nicht im Netz sonst frei auffindbar wäre. Und dieser Link, der wird dann verschickt über was auch immer, was für ein Medium, per E-Mail, über LinkedIn, kannst du auch über anders, über Messenger, per SMS, du kannst auch einen QR-Code draus machen und den auf einen Briefbogen drauf drucken. Und damit kommt jemand auf eine Landingpage und kann sich dann das Video anschauen. Ja? Mhm. So, also ich arbeite mit amerikanischen Plattformen, ich arbeite eigentlich mit mehreren ganz gerne, weil ich natürlich auch mal gucken muss, was haben die wieder für neue Features drin. Aber so zu den gängigen Tools, mit denen ich gute Erfahrungen gemacht habe, gehört im amerikanischen Raum BombBomb oder auch Vidyard. Viele arbeiten auch mit Loom, was ja auch im anderen Kontext recht rege genutzt wird. Aber auch eine super Plattform, auch mit Funktionen, die, wenn ich auch tiefer in Prozesse rein will und das richtig cool auch in so Journeys mit integrieren möchte, haben wir einfach in Deutschland aus meiner Sicht mit das führende Tool hier global. Das ist Wowing. Mhm. Und da steckt echte deutsche Ingenieurskunst dahinter, die da so viel möglich macht, dass du das in deine Journey reinpackst und sagst, wenn derjenige darauf reagiert, dann erstell eine Aufgabe, dass ein persönliches Video aufgenommen werden soll. Und wenn der Vertriebler aber die nächsten 4 Stunden keine Zeit hat, dann nimm dort das Standardvideo aus der Konserve, aus dem Hintergrund, dass wenigstens überhaupt was rausgeschickt wird und. Also da kann man ganz viel machen. Ja, und so eine Aufnahme von so einem Video dauert damit, würde man sagen, also natürlich die Dauer, wie lang dein Video ist und dann vorweg 10 Sekunden und hinten raus 10 Sekunden und dann ist das Ding verschickt. Mhm. Ja, und das ist wirklich total easy. Und von der Technik, du brauchst und sollst vielleicht gar nicht so das Hightech-Equipment haben, sondern nimmst genau das, was du auch für deine Videokonferenzen hast. Mit einer Ausnahme, und da würde ich sagen, der Ton soll schon gut sein, aber auch in Videokonferenzen, also da
waren manche aus meiner Sicht ein bisschen zu viel. Und guckst du, dass du noch von vorne ein bisschen gut angeleuchtet bist, dass die Menschen deine Mimik lesen können, das ist auch wichtig. Und dann bist du ausgestattet. Und es gibt sogar Erfahrungswerte, dass je besser und je professioneller dieses Video ist von der Technik und so weiter, umso schlechter kommt es an. Weil die Leute sehen, ah, das ist jetzt hier Hochglanz, irgendwie so. Die Menschen wollen oder schätzen das persönliche, ehrliche Video aus dem Alltag mehr als diese Hochglanz-Dinge. Ja, natürlich, der erste Eindruck zählt. Guck, dass dein Hintergrund aufgeräumt ist. Digitale Hintergründe finde ich jetzt nicht so cool. Aber ansonsten sei der, der du sonst auch bist. So wie du dem Kunden persönlich im persönlichen Gespräch auch gegenübertreten würdest. Ja, wenn du da ein Hemd sonst anhast, dann hab auch in dem Video ein Hemd an. Wenn du sonst ein T-Shirt beim Kunden anhast, weil es die Branche einfach so hergibt, dann mach das auch mit dem T-Shirt. Ich will da gerne drauf, weil ich finde es immer in allen Belangen so einfach gesagt, sei der, der du immer bist. Ja. Leider ist das der Teil, bei dem sie mir alle schwer tun. Aber der Tipp ist ja trotzdem richtig. Vielleicht da von mir direkt so ein paar Beispiele. Ich bin ja jetzt gerade auch hier bei Oma und Opa quasi zu Hause. Das heißt, ich habe hier nicht mein ganz normales Equipment am Start. Ja. Weil ich hoffe, der Sound reicht. Aber ich persönlich finde es nicht so schlimm, weil mir geht es immer um Content. Und so konsumiere ich auch selber. Also mir geht es um den Inhalt. Und ich gebe dir völlig recht, Audio muss stimmen. Zu diesen Videos. Also du hast mir damals die beiden Plattformen empfohlen. Ich habe mit BOMBOM einfach angefangen. Also das heißt BOMB.com. Genau. BOMBOM hört sich ein bisschen komisch an, ehrlich gesagt. Aber ziemlich coole Plattform. Und mit der habe ich angefangen zu testen. Und bei der bin ich auch geblieben. Also ich habe mir die anderen gar nicht angeguckt, ehrlicherweise, weil das schon für mich erstmal gereicht hat. Ja, so ein Schnelltester. Ich mache diese Videos von überall. Das heißt, ich würde das genauso auch jetzt hier machen. Und hier würde ich mir den Hintergrund jetzt hier milchig stellen, damit man nicht sieht, dass ich in meinem alten Kinderzimmer sitze. Also das kann man wegen mir sehen, aber dann muss man jetzt nicht die Details sehen. Wir waren mit dem Team ja eine Woche auf Mallorca. Da habe ich die Dinger von Mallorca gemacht. Und wenn da der Pool im Hintergrund war, dann habe ich das draufgelassen und nicht, weil es Absicht war, sondern weil er im Hintergrund war. Was ich aber als Beispiel immer gemacht habe, ich habe mir schon immer ein T-Shirt angezogen. Das finde ich wichtig. Also zum Thema, wie du bist. Ich bin auf Mallorca grundsätzlich nur in Badehose. Mir war es aber schon wichtig, dann zumindest ein T-Shirt anzuhaben und sich vielleicht einmal kurz so durch die Haare zu kämmen. Long story short. Ich bestätige komplett das, was du sagst. Je echter dieses Video ist, desto besser. Deswegen, ich mache das in allen Kontexten. Ich habe BOMBOM auf dem Laptop. Ich habe das aber auch auf der App. Ich habe das noch nicht richtig ausgewertet, aber ich habe das Gefühl, dass die Videos, die ich mit dem Handy mache, mit BOMBOM, dass die besser konvertieren werden auf lange Sicht als die anderen. Warum? Weil sie einfach noch echter und ein bisschen wackeliger aussehen. Mache ich das mit so einem Handyständer? Nee, ich nehme das Selfie-wise in die Hand und bretter es runter. Ja, das ist ziemlich cool. Aber pass auf, ich würde es vielleicht ein bisschen unterscheiden. Also ich bin da ganz bei dir mit einem weiteren Aspekt, den ich reinbringen möchte. Und zwar, wen kontaktierst du? Ist das jemand, der dich überhaupt noch nicht kennt? Ja? Möchtest du einen Geschäftsführer eines größeren Unternehmens ansprechen und sagen, hey, lass uns mal was über Growth Hacking hier zusammen besprechen? Und dann hockt da irgendein Typ am Pool, den er nicht kennt und hat dich noch nie vielleicht auf Social Media gesehen. Und dann ist halt der erste Eindruck vielleicht so, oh, wer ist denn das jetzt? Ne? Mhm. Ist das das professionelle Level, das wir brauchen, um die Tür aufzumachen? Mhm. So, also da würde ich sagen, da guckt ein bisschen, dass ihr schon so rüberkommt und sagt, der erste Eindruck zählt. So, wer dich dann kennenlernt und dich kennt, ja, ich meine, der würde vielleicht sogar erschrocken sein, wenn von dir so andere Videos kämen, wo sie sagen, was ist jetzt mit dem los? Der ist sonst auch ganz anders unterwegs auf Social Media. Und je besser dich die Leute kennen, desto lockerer und authentischer kannst du und musst du da aus meiner Sicht auch sein. Und ja, das Coole ist ja auch hier wieder, ne, natürlich so alles Einwände. Ja, im Außendienst habe ich ja kein Filmstudio dabei. Wie soll ich dann so Videos machen? Nee, du hast das in deinem Handy drin und da, wo du gerade bist und denkst, ne, muss ja nicht Autobahngeräusche im Hintergrund sein, sondern irgendwo, wo es vielleicht auch gerade schön ist. Vielleicht bist du auch gerade vom Brandenburger Tor und das sieht der Kunde im Hintergrund und dann schickst du ihm eine Videobotschaft und gehst kurz auf das Thema ein, um das es geht. Mega. Also das sind die Dinge, die hier funktionieren und wir sehen jetzt auch bei WhatsApp, wir haben jetzt auch diese Video-Sofortnachrichten-Funktion eingeführt. Wir werden im privaten Umfeld sehen, dass das sich weiter ausbreitet und dass das immer natürlicher wird, einfach mal so ein Shorty dann da rumzuschicken. Mhm. Und das können wir auch im Business machen, aber immer, und darum geht es mir auch vielleicht auch, wenn wir gleich auf ein paar Use Cases eingehen, ein Video muss immer
einen Nutzen haben. Also nur um was reinzulabern, ja, das kannst du dir ein- oder zweimal bei einem Kunden erlauben. Danach klickt er nicht mehr auf den Play-Button, weil er sich das Rumgelaber halt nicht anhören will, sondern er muss lernen, immer wenn ich ein Video von der Person bekomme, ist da immer was Nutzenstiftendes für mich drin. Das hat einen Nutzen für mich. Und wenn es manchmal nur ist, den Content, den ich sonst lesen müsste, einfach mal zurückgelehnt am Bildschirm in 2 Minuten konsumieren zu können und mich dann durch die anderen 98 E-Mails der anderen Leute, die mich anschreiben, durchzuackern. Ich unterschreibe dir das so, ne? Auch gerade diese Unterscheidung zwischen Leute, die dich vermeintlich kennen und Leute, die dich nicht kennen. Ich will das Beispiel von Mallorca nochmal aufgreifen. Ich habe natürlich in den ersten 3 Sätzen genau das aufgegriffen, weil das wichtig für unsere Positionierung ist, uns von diesen ganzen Get-Rich-Quick-Coaches da abzugrenzen, die ja alle am Pool sitzen und hier sagen so, hey, ich habe hier heute 10 Millionen gemacht, du kannst es auch. Habe ich natürlich genau das direkt aufgegriffen und habe gesagt, hier, wir sind nicht, dass du dich wunderst, wir sind mit dem Team hier als Vacation auf Mallorca, deswegen sieht es hier so aus, wie es aussieht, und jetzt zu deinem Ding. Dann jetzt, um den Schwenk zu den Use Cases zu machen, damit das alle richtig einordnen können. Wir reden hier nicht von lustigen Videos, die man mal rumschickt, sondern du hast eben gesagt, wo du herkommst. Du kommst aus der Vertriebsleitung, 20 Jahre, glaube ich, hast du gesagt. Ja. Wir reden hier über, so würde ich es mal sagen, wir reden hier über knüppelharten Sales. Ja. Der jeder, der es nicht machen muss, weiß, das Schlimmste, was passieren kann, ich kriege gar keine Antwort. Das Zweite, was passieren kann, ist, jemand lehnt mich ab. Drückt das mal höflich so aus. Das ist die Welt von Sales, mit der man sich beschäftigen muss. Und jetzt gibt es da ein Tool des Video-Sellings, wo man sehr gezielt auf jemanden eingehen kann, aber mit etwas Andersartigem als das, was alle machen. Eine Textnachricht, eine E-Mail, egal ob jetzt LinkedIn oder sonst irgendwas. Ja. Und das ist etwas Persönliches. Und da will ich nochmal eine Sache rausstellen. Ich finde, was sehr, sehr entscheidend ist, im Vergleich zu meinem Google Drive-Beispiel, wo du ja nur einen Link hast. Klickst du jetzt diesen Link an, ob er Google Drive ist oder YouTube ist? Ja, nein. Tagesform, habe ich gerade Zeit. Nehmen wir BombBomb als Beispiel, was da wirklich mega ist. Und ich finde, das ist 50% des Features. Du hast einen Thumbnail, ein Vorschau-GIF. Ich sehe den Guido in einem Vorschaubild und du winkst, glaube ich. Du wirst so seitlich mit der Hand und ich mache immer so. Also ich nehme meinen Zeigefinger und winke so, damit es sich bewegt. Und du machst sogar noch ein weiter, du schreibst irgendwie hier auf deine, ja genau, zeigst du mal für alle, die es sehen können, du schreibst hier auf deine Tafel sogar noch drauf, hallo Fabian, und winkst. So, sieht vielleicht auf den ersten Blick, finde ich, so ein bisschen albern aus, jetzt wenn du das so machst, aber im Thumbnail führt es natürlich dazu, dass du das siehst und da steht drauf, hallo Fabian, und da winkt jemand, das ist ja komplett anders als alles, was du schon mal bekommen hast. Und es ist für mich, und dann klicke ich natürlich da drauf. Und das will ich nochmal rausstellen. Das ist ja das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Entscheidendes Ding, ne? Ja. Also die Frage ist immer, wenn jemand sagt, ey, meine Videos guckt keiner an, dann ist das so wie in jedem Marketing-Funnel, den du aufgebaut hast, an welcher Stelle hakt es denn? Ja. Ja. Reagiert jemand und meldet sich jemand nicht bei dir, weil er vielleicht das Video gar nicht gesehen hat? Oder reagiert er nicht darauf, weil er die Botschaft, die du da rübergebracht hast, die bei ihm nicht ankam, die bei ihm nichts ausgelöst hat? Also muss ganz genau gucken und da gibt es natürlich hier bei den Videos genau die gleichen Schritte, die du einfach dann Stück für Stück analysieren musst. Und ja klar, das schönste Video ist nichts wert, wenn es nicht angeguckt wird. Und da tragen einfach diese Thumbnails enorm dazu bei, die von diesen guten Plattformen einfach automatisch mitgeliefert werden. Das heißt, aus den ersten paar Sekunden des Videos wird so ein animiertes GIF gemacht. Ich winke dort, dass quasi ja, dass eine Animation in diesem Bild drin ist. Und ich habe das Schild mit dem Namen desjenigen, den ich da erstmalig anspreche, dann mit drauf, dass man wirklich sieht, hey, das ist was Persönliches, Individuelles. Ja, und dann ist jemand oder dann klickt jemand mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auf dieses Video, gerade wenn wir jetzt mal ganz am Anfang von der Journey stehen und sagen, wir nutzen das in der Kaltakquise. Derjenige kennt dich nicht. Ja, und jetzt schickt dir jemand einen Videolink, da denkst du ja, okay, schickt mir jetzt irgendwie das Erklärvideo von seinem Produkt oder was die Marketingabteilung an Imagevideo gemacht hat, die alle gut sind und alle ihren Sinn haben, aber da sagt jemand, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Aber in dem Moment, wo du sagst, persönliche Videobotschaft, und dann steht da einer in dem Bild, der winkt dir, das ist Aufmerksamkeit, und hat ein Schild in der Hand, wo der Name draufsteht. Ich meine, da ist einfach die Neugierde da, dass man klickt. So, und dann bist du halt im Film. Und dann, ja, wie bei allem, musst du dann einfach gucken, dass das Video auch so aufgebaut ist, dass jemand es gerne anguckt, dass er auch wirklich merkt, das ist jetzt für mich persönlich. Und dann wirst du entsprechend die Erfolge damit haben. Das ist wichtig, das ist mega wichtig. Sonst sind manche auch frustriert und sagen, ja, ich habe Videos gemacht, aber die hat niemand angeguckt. Dann ist die Frage, haben sie überhaupt geklickt?
Also, komm, ab in die Use Case. Stellt euch vor, du ergänzt bitte, wenn ich jetzt irgendwas vergesse, ich glaube, so der Klassiker ist entweder E-Mail oder LinkedIn-Nachricht, richtig? Ja. Und jetzt stellt euch vor, egal jetzt von wem, ihr bekommt eine LinkedIn-Nachricht. Funnel Stages machen wir gleich. Und in dieser LinkedIn-Nachricht steht nicht das drin, was da sonst drin steht, sondern da steht vielleicht so ein bisschen was drin. Und da ist so ein kleines Video-Thumbnail vom Guido, wo drauf steht, Hallo Hendrik. So, und dann klicke ich in dem LinkedIn-Chat, klicke ich da drauf und dann wird dieses Video abgespielt. So, das vielleicht einmal nochmal technisch. Und das Gleiche kann in einer E-Mail passieren. Das heißt, es gibt so ein deinen Code-Schnipsel, den du aus deinem Video da rausziehen kannst und den packst du in eine E-Mail, in eine HTML-E-Mail. Die meisten Tools, richtig, die meisten Tools können das. Ja. Und dann bekomme ich eine E-Mail und dann wird dieses Thumbnail, dieses Vorschaubild, was animiert ist, wird auch in deiner E-Mail direkt so. Das ist das Technische. Das heißt entweder E-Mail oder LinkedIn. Gibt es sonst noch irgendwas Wichtiges, was du benutzt? Ja, gut, du kannst es theoretisch auch per WhatsApp machen. Du kannst es auch, ja. Also auch über die App, kannst es direkt in WhatsApp einstellen. Du kannst das natürlich auch per SMS verschicken. Ja, manchmal, wenn es das tatsächlich braucht, mache ich auch einen QR-Code raus, druck das auf den Briefkopf und schicke es demjenigen zu. Vor allem, wenn ich vielleicht gesehen habe, also jetzt sind wir gerade im Use Case Kaltakquise, das ist eine spannende Person für mich, aber der hat die letzten 12 Monate irgendwie dreimal auf LinkedIn auf irgendwas reagiert. Dann sollte ich nicht so naiv sein und denken, wenn ich dem jetzt eine Nachricht schicke, dann reagiert er da drauf, weil das einfach nicht der Kanal ist, über den ich den offensichtlich erreiche. Da ist der nicht aktiv unterwegs. Aber ich habe ihn vielleicht gefunden und sage, ja, vielleicht auch klassischer Geschäftsführer, dem kann ich auch einen Brief schicken. Also sowas funktioniert. Oder natürlich dann auch an die E-Mail-Adresse, die wir dann über LinkedIn auch in den Kontaktdaten oftmals mitgeliefert bekommen, auch da das einfach mit reinzupacken. Also da muss man ein bisschen experimentieren, was ist der Kanal. Aber das sind dann so die gängigen Wege. Also klar, E-Mail und LinkedIn, würde ich bei mir sagen, ist 90-95% Videos verschicken. Ja, mega. Und du hast oben angefangen, du hast gesagt, Use Case 1, Kaltakquise. Das heißt, ob du das jetzt in einen QR-Code übersetzt und ihr schickt euren kalten Kontakten einen Brief oder eine Postkarte oder ihr schickt denen eine E-Mail, wo entsprechend dieses Video drin ist oder, kennen wir ja alle von LinkedIn, ihr schickt einen Kontakt, wie heißt es, eine LinkedIn-Kontakt-Anfrage und hängt das Videoschnipsel direkt mit rein. Use Case 1, Kaltakquise, ich keine Erfahrung damit. Mhm. Gebe den Ball zu dir, wie sieht es da bei dir aus? Okay, also ganz wichtig ist erstmal, wenn die Leute hören von Video-Messaging oder Video-Selling, dann denken viele, das ist gleich tatsächlich Kaltakquise mit Video. Dieser Use Case ist nur ein Use Case von unzähligen und natürlich weiterhin, weil Kaltakquise bleibt Kaltakquise, dort natürlich das dickste Brett, was man bohren kann. Ja? So, und dessen muss man sich bewusst sein. Ich sage auch allen, die bei mir im Coaching sind, fangt nicht damit an, ne? Sondern nehmt die Leute, die schon in irgendeiner Form mit euch in Kontakt sind, wo ihr schon im Vertriebsprozess drin seid und arbeitet dort zunächst mit den Videos, weil die Kaltakquise ist halt schon die größte Herausforderung. Warum? Naja, nicht unbedingt, um jetzt die Leute zu finden, die dann auf so einen Link klicken, sondern dass die Story, die dann dort kommt, die muss halt gut sein. Ja? Also da verkaufst du dir ja mit den ersten 4 bis 8 Sekunden, dass jemand die nächsten 30 Sekunden des Videos sich anguckt und in den nächsten 30 Sekunden verkaufst du dir dann, dass er weiterschaut und das wird er tun, wenn jemand merkt, da ist wirklich jemand, der hat sich mit mir auseinandergesetzt, der geht individuell auf mich ein, musst du nicht die ganze Firmengeschichte von denen runterbeten, ja, aber zeig doch ein bisschen mehr, als dass du nur gesehen hast, dass derjenige jetzt Vertriebsleiter ist, sondern geh doch auf irgendwas ein, was er vielleicht gepostet hat, was vielleicht auf der Unternehmensseite war, auf irgendwas Branchenspezifisches, was dir aufgefallen ist. Und schon bist du da ganz anders im Spiel. So, und hinten raus, ja klar, kannst du in der Kaltakquise und musst du ja dann auch deine Story schon im Kopf haben und die ist natürlich nicht jedes Mal dann neu erfunden. Und das sind dann so Kaltakquise-Videos, die, und da aufgepasst, tatsächlich auch mal 3, 3,5, auch mal 4 Minuten lang sein dürfen, wo viele, wenn sie das hören, mit dem Kopf schütteln. Wenn du in die USA guckst, alle erklären dir, so ein Video darf nicht länger als 30 bis 60 Sekunden sein. Ja, wenn du das richtig cool hinkriegst, ist es super, aber wenn du die Story so ein bisschen besser aufbaust, dann gucken die Leute auch ein 3 bis 4 Minuten Video und vielleicht ist das sogar auch, sag mal, die deutsche Mentalität, sich nicht von so einem schnellen Video irgendwie so abholen zu lassen, sondern zu schauen, ist da Substanz dahinter, und meine Erfahrungen sind da sehr, sehr gut. Also wenn du
gut vorselektierst, wem du so ein Video schickst. Dann habe ich teilweise hier raten, dass 62% derjenigen, denen ich so ein Video schicke, das Video öffnen. 3 von 4, die das Video geöffnet haben, mir dann eine positive Rückmeldung geben. Nicht immer gleich einen Termin, ja. Also da gibt es überall. Ne, du brauchst mehrere Touchpoints oftmals. Manchmal habe ich gleich den Termin. Aber dass sie ganz viele auch erstmal zurückmelden und sagen, ey, so bin ich noch nie kontaktiert worden. Das ist ja mal ein neuer kreativer Weg. Boah, das hat mich ja gecatcht. Das ist ein ganz, ganz anderer Türöffner. Aber er muss gut gemacht sein. Und deshalb, ja, sage ich immer, das ist der schwerste Part. Aber für viele auch, gerade auf LinkedIn, ich glaube, die ganzen Textnachrichten, das funktioniert nicht mehr. Daher ein neuer Weg. So, und dann hast du denjenigen dran. Und wie bei allem, wir sind im Kommunikationsmix. Ja, dann guck, was du noch nutzen kannst. Sprachnachrichten, E-Mails, Anrufen, ja, Telefon ist und bleibt das mega Vertriebsinstrument, aber du tauchst dann auch natürlich weiter in deiner Vertriebsjourney ein und kannst da an vielen, vielen anderen Stellen auch mit Videos arbeiten. Also Kaltakquise, ich würde zusammenfassen, gelten die Regeln, die bei der Kaltakquise gelten und schon immer gegolten haben? Also Vorbereitung, Personalisierung, so viel es geht, aber mit einer Videobotschaft hat man möglicherweise bessere Öffnungsraten und kriegt auch Rückmeldung dazu. Alles andere bleibt kalter Krieg. Auf alle Fälle, ja. Ja. So. Und wirklich, wer es gut macht, also ich habe bei mir einen gehabt, der hat sich da sehr, sehr viel Mühe gegeben, ist ein Kommunikationstrainer, hat 40 Videos am Anfang aufgenommen, an Geschäftsführer rausgeschickt und hatte eine Terminquote. Also nicht nur Rückmeldung, ist ganz nett, ja, können wir mal, sondern eine Terminquote von 22%. Und jetzt sag mir, welches andere Tool oder welcher andere Vertriebsweg macht dir so eine Conversion Rate? Ja, absolut, sind 8 von 40. Plus, minus. 8, 9, ja. Ja, ist gut. So, Kaltakquise. Ich würde vorne weiter runtergehen und da mache ich einen. Nehmen wir mal Inbound Marketing. Das ist ja unsere Art, wie wir Marketing Sales machen. Das heißt, jemand lädt sich was bei uns runter. Wir machen Ads und Gott weiß was alles. Damit die Leute sich bei uns irgendwas Spannendes runterladen, dann liegt der Lead quasi im CRM und vergilbt bei den meisten Firmen. Das heißt, im besten Fall, bei uns wird er da qualifiziert. Und die wirklich hot sind, sprich die unserer Zielgruppe entsprechen, mit denen müssen wir ja irgendwas machen. Und wir machen mit denen schon immer was Persönliches. Das heißt, wir gehen entweder per LinkedIn persönlich auf die zu, wir rufen die an, das sind die für uns wert sind und deswegen gehen wir da einen persönlichen Schritt und das ist für mich ein Use Case, wo ich natürlich sage, wir müssen die weiterhin anrufen, weil anrufen, hast du gerade auch gesagt, das ist die Synchronität, wenn ich es schaffe, dich jetzt zu erreichen, das behaupte ich jetzt einfach mal, wenige Dinge, die das schlagen, das heißt auch beim Videoselling sind wir in der Asynchronität, aber als Beispiel, wenn wir sie nicht erreichen, statt oh, Herr Weber, ich konnte Sie leider telefonisch nicht erreichen. Es geht um dies und dums und ich melde mich am Montag nochmal oder buchen Sie hier einen Termin. Das würde ich jetzt mal so sagen, ist der Klassiker. Sales ist froh, wenn Aufgabe im CRM erledigt. An der Stelle eine sehr gezielte Videobotschaft, die auf diese qualifizierte Person eingeht. Die haben sich bei uns was runtergeladen. Das heißt, ich kenne deren Problem, für das sie sich ja was runtergeladen haben. Und auf die Person einzugehen mit dem Problem, was sie mir quasi gemeldet haben, als persönliche Nachricht, ist für uns was unfassbar wertvoll ist. Und ich habe ehrlicherweise keine Zahlen am Start. Ich habe immer geguckt. Ich habe insgesamt jetzt in dem Monat 44 Videos gemacht und verschickt. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Mega, Glückwunsch. Ja. Hey. Genau, ich mache das immer so als Bunch. Also ich nehme eine Stunde Zeit und dann bretter ich raus. 44 gemacht und wenn du eben sagst, ich muss mir mal die Raten angucken, aber es ist eine deutlich bessere Rate, als wenn man den schreiben würde. Und ich unterschreibe auch das, was du gesagt hast, die meisten melden sich zurück mit, hey Hendrik, das ist ja mal cool, genau was du gesagt hast, sowas habe ich noch nicht bekommen, das und das. Und dann ist das Gespräch offen und dann beginnt der Sales-Prozess von dem Punkt an. Du hast den geöffnet quasi. So, das wäre mein Use Case, Inbound Marketing, einen eingekommenen Lead damit ins Gespräch zu bringen. Gerne von dir ergänzend oder. Ja, also du hast den wunderbar beschriebenen Use Case. Vielleicht ergänzend kannst du natürlich bei jedem, der erstmal reinkommt, als E-Mail-Adresse erstmal ein persönliches Video rausschicken, dich kurz vorstellen.
dann ist nämlich der Anruf, der ist dann nicht so hart, wenn du anrufst, sondern du sagst, hey, hier ist Hendrik und aus dem Video, ja, aus dem Video, ich weiß schon, ja. Also die kennen dich schon, die haben dich schon erlebt, du hast die persönlich angesprochen und du rufst ganz anders angewärmt dort dann an. Also das wäre von mir ein Tipp. Das stimmt. Wir haben gleich ein Gesicht im Kopf und das Coole ist ja, Video wird 10-mal stärker hier oben zwischen unseren beiden Ohren abgespeichert, ja, im Kopf und erinnert als Textnachrichten. Und einfach visuelle Reize sind halt visuelle Reize, ja. Und von daher, also das würde ich hier noch ergänzen. Damit ist der Use Case wunderbar behandelt und du kannst reingehen. Ich will da schnell drauf, weil es ist ein super Beispiel. Ich habe es, glaube ich, sehr gut erklärt, sagst du. Aber ich habe diesen einen Use Case nur an die Stelle gedreht, dass, wenn ich ihn telefonisch nicht erreiche, ich das dann mache. Jetzt kommst du von der anderen Seite und da, finde ich, sieht man mal wieder, das hat gar nichts mit Videosetting zu tun, sondern im Funnel, wie viele Stellschräubchen man richtig und falsch machen kann, wo ich denke so, ja stimmt, ich könnte das jetzt auch mal mit 10 Kontakten vorbereitend als Video benutzen und da sage ich dir, das finde ich einen hervorragenden Tipp. Okay, das, nice. Das ist ein Ding. Okay, ich schaue den nächsten raus. Ja. Gehen wir mal einen Schritt weiter im Funnel. Es gibt natürlich jetzt zig Schritte und wir können nur ein paar große Nuggets hier mal rausholen. Ja. Machen wir das Thema Terminvereinbarung. Also irgendjemand hat vielleicht schon einen Termin jetzt bei euch direkt gebucht, weil er alles andere von euch schon gesehen hat, das total cool findet. Und jetzt geht er in die Terminvereinbarung. Strategiegespräch, whatever, 30 Minuten, 45 Minuten. So, auch hier kannst du jetzt natürlich erstmal ein erstes Video schicken, dass sie dich erstmalig sehen. Das, was du vorhin schon erzählt hast, wenn du irgendwelche Workshops bei Kunden machst, hast du den Teams vorher schon ein Video geschickt. Und der Effekt dabei ist ja, sag mal, wenn der Vorhang fällt, wenn die Tür aufgeht und der Meister zur Tür reinkommt, dann ist das nicht irgendein Unbekannter, wo man sagt, boah, wieder so ein Typ, sondern ey, die haben dich kennengelernt, die haben gesehen, wie du bist, die sagen, ey, der ist sympathisch, der ist natürlich, coole Haare, cooler Bart, der hat ein Tattoo, ey, einer von uns. Ja, irgendwie so, die kennen dich und dann ist halt dieser Überraschungseffekt, den ja viele, wo viele Angst davor haben. Also mach bei deinen Kunden, mach keine Überraschungen. Kunden wollen nicht überrascht werden. Also nicht, sag mal, in dem Sinne von, nicht in Unsicherheit sein, was passiert da jetzt, wer kommt da zur Tür rein, sondern die wollen das vorher wissen. So, also das ist der Punkt. Das kannst du natürlich auch in der Terminvereinbarung machen. Und dann, um jetzt da Nutzen reinzubringen, also Nutzen ist natürlich schon mal, dass du dich zeigst, Nutzen 1, aber der Nutzen 2 ist, erklär doch ganz kurz, was in diesem Strategiegespräch passiert. Und vielleicht hast du ja für das Strategiegespräch für den Kunden, für die Kundin eine kleine Hausaufgabe, wo du sagst, können sie nicht das und das vielleicht schon mal vorbereiten oder sich darüber Gedanken machen. Oder in den ersten 20 Minuten wissen wir, dass immer dieselben Fragen gestellt werden. Ich kann Ihnen die alle gerne da beantworten, aber vielleicht nutzen wir die Zeit noch individuell für Sie. Deshalb haben wir hier auf der Seite mal 3 Videos vorbereitet, 3,5 Minuten, wo diese wichtigsten Fragen schon mal beantwortet werden. Wenn Sie Zeit haben, gucken Sie sich die doch bitte an. Damit hast du in dem Video ganz andere Möglichkeiten, um dieses Gespräch vorzubereiten und es auch für dich wertvoller zu machen. Der Kunde geht vielleicht in Vorleistung, der Kunde weiß, was ihn erwartet. Und ihr fangt auch dort auf einem ganz anderen Level an, als bei irgendwas, was über Calendly reinschneit. Ihr kennt euch beide nicht und dann geht um 14 Uhr nächsten Mittwoch der Vorhang auf und dann, ja, hallo. Also das wäre ein weiterer Use Case. Und damit gebe ich dir den Ball, wenn du auch noch einen hast. Ich habe einen, der da, so wie du eben, der den noch ein bisschen weiter hat. Also den finde ich super vorbereitet. Gehen wir mal wieder ganz tief in B2B-Sales rein. Ja. Und der ist für uns tatsächlich, ehrlicherweise, ich habe ihn, glaube ich, 3-mal jetzt getestet und ich habe aber bei allen 3 dazu keine Rückmeldung bekommen. Das ist mir aber egal, weil ich weiß, diese Problemstelle ist so relevant, dass, wenn es nur einmal funktioniert von 10, ist gut. Und zwar, wir haben unseren Ansprechpartner in der Demo. Wir machen eine geile Demo, das ist der, komm, Sarit, vielleicht ist es ein kleines Unternehmen, Head of Marketing von einem Startup, der kann relativ viel selber entscheiden. So, aber halt am Ende dann stellt sich raus, doch nicht alles, weil irgendwie teuer oder Budget reicht irgendwie nicht. So, und dann kommt ja der Punkt, der sagt, ja, ich finde es mega geil, ich bin im Boot, er ist unser Champion in unserer Sales-Sprache und er muss aber jetzt noch andere mit ins Boot holen. Das heißt Vorstand, Geschäftsführung, was weiß ich, was es da drüber so noch gibt oder sein Kompagnon aus Sales, whatever. So, und normalerweise, jetzt musst du ja alles tun, damit du den anderen überzeugen kannst und nicht die Person, weil die Person wird das niemals so gut machen wie du selber. Aber meistens sagen die Leute ja dann so, ja, nee, das mache ich bei meinem Chef schon lieber gerade einmal selber und dann, wenn du Glück hast, kannst du nachher bei dem auch noch einmal mit mir zusammen vorstellig werden. So ist der Klassiker, oder? So, da ist relativ viel Gefahr drin, weil du gibst das Ding eigentlich, du gibst das aus der Hand.
Und ich finde, der Hack mit Videoselling an der Stelle könnte sein, ich habe ihn noch nicht bewiesen, aber er klingt für mich irgendwie logisch, könnte sein, dass du natürlich an der Stelle keine Chance hast, dass du aber sagst, okay, bevor du das jetzt selber deinem Chef verkaufst, mache ich dir ein Video fertig, wo ich mich einmal erkläre, wo ich unser Programm einmal erkläre, dir eigentlich alles erkläre, und dann nimmst du das mit zu deinem Chef und dann, jetzt kannst du das einmal nochmal verfeinern nachher, aber dann spielt ihr das im besten Fall zusammen ab. Damit überlasse ich den Sale nicht komplett nur meinem Gegenüber, sondern habe zumindest da 3 Minuten die Chance, dass der sich auch dieses Video anguckt. Die Stelle zu knacken ist die heilige Stelle, finde ich. Und sag du mal was dazu. Also sicherlich einer der stärksten Use Cases, die wir haben. Ja. Und auch von den Videos, übrigens eines der längsten Videos, die wir dann hier auch versenden können und auch müssen. Immer natürlich abhängig, um was geht's hier, ne? Also wie groß ist das Investitionsvolumen? Und ey, wenn es um ein Riesenangebot geht im sechsstelligen Bereich, fünfstelligen, sechsstelligen, siebenstelligen Bereich, ich meine, das ist doch durchaus legitim. Auch ein Angebotsdokument per Video über ein paar Minuten würde ich konkret durchzugehen. Und ich glaube, der Punkt ist gar nicht zu sagen, pass mal auf, ich traue dir gar nicht zu, interner Champion, dass du das intern den anderen verkaufst, sondern er selber fühlt sich dabei irgendwie nicht so richtig sattelfest in der Regel. Und deshalb ist ganz cool, wenn du das so aufbaust, du schickst dem internen Champion, also sagst, ja, okay, wunderbar, jetzt haben wir alles hier besprochen und haben jetzt ja wochenlang die Anforderungen analysiert und die Technik und alles zusammen hier gebracht. Also wir haben jetzt schon beide Seiten Stunden, Tage, Wochen in dieses Angebot investiert. Und jetzt nimmst du als Vertriebler dir zum Schluss auch nochmal, von mir ist eine Stunde Zeit, und machst dir ein paar Minuten Video, wo du durch dieses Angebot durchführst. Pass auf, es kommt ein kleiner Hack. Du bedankst dich am Anfang von diesem Video bei deinem internen Ansprechpartner und sagst, vielen Dank, Herr Meier, dass wir das so gut vorbereitet haben, den ganzen Austausch, dass wir die Antworten richtig kennengelernt haben, und jetzt auch für alle anderen, die nicht dabei waren, und sie möchte ich jetzt das Angebot und die Highlights hier nochmal in diesem Video darstellen. So, das heißt, du wertschätzt ihn, nennst ihn, gleichzeitig sagst du, alle anderen konnten vielleicht nicht dabei sein, und du möchtest einfach nur die Highlights hier drauf eingehen, und dann gehst du jetzt vielleicht nicht Satz für Satz durch dieses Angebotsdokument, je nachdem, wie groß und umfangreich das ist, aber du stellst die Highlights heraus, du gibst den Nutzen nochmal rein. Und natürlich zeigst du auch dich. Ja, und am Ende des Tages, ich hatte jetzt noch nicht bei einem Coaching-Termin bei mir, der hat sich bei mir gemeldet, hat gesagt, Guido, war jetzt in so einer Situation, ich musste 3 Angebote abgeben und die 3 bauten aufeinander auf und das war mega komplex, das zu erklären. Und ich habe mir überlegt, wie soll ich das alles in so eine E-Mail reinpacken? Und dann gesagt, jetzt mache ich mal das, was Guido gesagt hat, mache ich mal ein Video, und das ist ein 8-Minuten-Video geworden, und er hat es geschickt und dann gewartet. So, und jetzt haben wir nochmal was. Wir haben ja dieses Tracking in diesen Tools drin. Das heißt, wenn einmal auf das Video klickt, dann kriegen wir eine Nachricht. Es sei denn, jemand deaktiviert alle Cookies, und wir sehen auch, wie lange dieses Video angeguckt wurde. Und dieses 8-Minuten-Video wurde danach 7-mal komplett angeguckt. Das heißt, die ganze Führungsetage dort hat sich dieses Video angeguckt, und dann hat er den Kunden angeschrieben auf Englisch und gesagt, ey, wie war das Video und das Angebotsvideo? Und dann sagt er, kam zurück nur ein Wort, impressive, Ausrufezeichen. So, den Auftrag haben sie bekommen, und es zeigt, dass, glaube ich, ganz, ganz viele Angebote einfach auch versandeln, weil du tust deinen Champion anrufen, ja, habt ihr schon, nee, ich konnte mit denen noch gar nicht alle reden, die hat noch gar nicht die Zeit und so weiter und so weiter. Und gerade diese Top-Entscheider auch, die können sich das doch angucken, wann sie Zeit haben. Tagesgeschäft ist durch, 20.33 Uhr, jetzt wissen wir, es ist noch eine große Investitionsentscheidung, die aussteht. Meier ist aber nicht mehr im Haus, aber ich habe das Video und da gucke ich mir das jetzt an. Und weil ich ja Entscheider bin, brauche ich nicht jeden Satz lesen, sondern ich gucke mir das an und danach entscheide ich. Also das ist in meiner Sicht einer der stärksten Dinge, wo so viel Musik dahinter steht, womit sich jeder beschäftigen sollte. Ja, und weißt du, was das Schlimme ist? Also ich behaupte ja, wir sind ja auch als Team recht fokussiert da schon so auf unseren Funnel. Also uns muss man nicht erklären, also da geht wenig verloren, sage ich mal so. Aber jetzt, wo wir gerade über diese Stelle reden, glücklicherweise durften wir diese Woche ein paar Angebote rausschicken. Und ich musste kurz einmal wieder, weil eine stressige Woche irgendwie gehabt und unterwegs gewesen und so, ich musste kurz einmal so gedanklich durchscannen und überlegen, so, habe ich es irgendwo vergessen? Weil so, und ich finde, dann sind wir bei Prozess, wenn das die heilige Kuh ist, die heilige Stelle ist. Und wir sehen, dass das wichtig ist oder dass das Ding geteilt wird. Und vielleicht, dann muss das ja in so einen Prozess rein von so einem Team, zu sagen, so, wenn das ein Deal ist, der fünfstellig ist, dann muss in den Prozess, in euer Playbook muss rein, dass da dieses Video hinterher geschickt wird. Und ich glaube, wir sind fast an dieser Stelle. Weißt du, was noch ein cooler Effekt ist? Ich habe das gehabt, ich habe ein Unternehmen gecoacht. Da waren dann 3 Vertriebler, die quasi alle das gleiche Angebot abgegeben haben und fürs gleiche Angebot, also an verschiedene Kunden, ein Video gemacht haben.
und haben uns die drei angeguckt. Und jeder hat beim jeweils anderen Dinge entdeckt, wo er gesagt hat, ach so machst du das. Ey, das ist ja geil, das ist eine gute Idee, das mache ich jetzt zukünftig auch so. Und dann hat man gemerkt, dass die drei, die schon seit Jahren miteinander arbeiten, sich noch nie über die Schulter geguckt haben und über diese Videos plötzlich voneinander profitieren konnten. So, und das war auch nochmal so ein Effekt. Natürlich wird man ein Stück weit damit transparenter, aber hey, wer gut ist, muss da keine Angst vor haben. Ja. Aber nehmen wir nochmal nicht den negativen Punkt, sondern das Positive. Ja. Über die Transparenz kann man mega viel voneinander lernen. Und das bringt natürlich eine Organisation auch unglaublich weiter. Finde ich gut. Vielleicht machen wir noch einen Use Case. Also haben mein Kollege, der Basti und ich, wir machen das beide, wir testen das beide und wir schicken uns auch mal beide ein Video zu, wenn es funktioniert hat. Also da, wo wir sagen, ah, okay, so machst du das, ich mach das so und wir feedbacken uns das gegenseitig, unterschreibe ich dir komplett so. Und wie du sagst, das sollte man beim Sales sowieso machen. Vielleicht noch ein Use Case. Ich finde, ich drück's mal so aus, jemanden wieder aufmachen. Ob das, weißt du, was ich meine? Ob das jetzt ein Bestandskunde ist, der irgendwie eingeschlafen ist, ob das jetzt so ein Hotlead ist, ein SQL ist oder was auch immer, bei dem es irgendwie nicht weitergeht, der war irgendwann tot, Funkstille, den quasi so disrupt aufzumachen, weil es eben was anderes ist, ihm was Persönliches zu schicken, darauf einzugehen, was passiert ist. Ich bin da oft sehr direkt, was wiederum, Vorsicht, was aber ja auch meine Art ist, wo ich dann sage, pass mal auf, wir waren schon bis zum Angebot gekommen. Ich sage jetzt nicht, ey du, nee, sage ich jetzt nicht, was ich nicht sage. Aber sage ich so, immer 4 Monate nichts gehört. Wir hatten hier eigentlich klare Vereinbarungen. Komm, wie sieht's aus? Es geht um deine Zeit, es geht um meine Zeit. Habe ich schon so gemacht. Das funktioniert. Sag gerne, wenn jetzt hier Schluss ist, weil dann muss ich da nicht mehr Zeit rein investieren und du auch nicht. Das auf persönlich, ich finde, als E-Mail das zu machen, wenn du das liest, denkst du so, was willst du Bratwurst denn eigentlich? Wenn du das aber in so einer persönlichen Nachricht bringst, sehr authentisch und ehrlich, ist mein Erfahrungswert, fühlen die Leute, das ist nochmal so das letzte Mal viel gegeben, fühlen die sich verpflichtet dazu, dir zumindest eine Antwort zu geben. Und dann ist auch gut, egal in welche Richtung. Kann ich alles sofort unterschreiben. Was steckt dahinter? Reziprozität und natürlich die persönliche Ansprache. So, du machst jetzt nochmal eine Mühe und machst dir ein Video, nimmst ein Video auf. Also wenn du im professionellen Kontext unterwegs bist, der andere muss quasi darauf antworten. Ja, eine E-Mail, konnten sich das Angebot schon angucken, was ist jetzt hier los, dauert das schon ein bisschen länger, haben sie noch Interesse dran? Ist das Thema jetzt für Sie gestorben? Ja, das mag hier und da vielleicht mal noch funktionieren, aber ein persönliches Video hat eine ganz andere Wirkung, weil du den natürlich auch direkt in die Pflicht nimmst, jetzt hier auch mal Butter bei die Fische zu machen. Ja. Also von daher mega cool, wenn du sagst, den Kunden wieder aufmachen. Also das eine ist ja, es verzögert sich, du bist noch irgendwie so im Sales-Prozess, hast die Opportunity noch nicht geschlossen, aber es gibt ja auch Kunden, wo du sagst, die haben mal vor 2, 3 Jahren gesagt, nee, das Thema ist noch nicht reif, lassen sie auch einen späteren Zeitpunkt nochmal machen. Knüpfst du mit dem Video natürlich ganz anders an. Du sagst dich, geh mit ein bisschen Humor rein. Sagst, ja, unser letzter Kontakt ist 3 Jahre her. Schauen Sie mal, ich habe ein paar mehr graue Haare bekommen, aber ansonsten konnten wir unser Produkt hier wirklich weiter verbessern. Und ich weiß, dass Sie damals nicht ganz abgeneigt waren, aber die Zeit noch nicht reif war. Deshalb melde ich mich heute nochmal bei Ihnen und frage, ganz offen und ehrlich, ist die Zeit jetzt reif? Und wollen wir uns einfach mal austauschen? Hat eine ganz andere Wirkung als eine E-Mail. Ja, mal ganz davon abgesehen, weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du eine E-Mail schreibst, du schreibst sie ja immer und sprichst sie im Kopf mit deiner Tonalität. So, und dann liest der andere die. Und hast die Frage natürlich, wie liest er sie? Liest er sie auch freundlich? Liest er sie mit einem aggressiven Ton? Und das haben wir halt persönlich in Videos ganz anders im Griff, weil Mimik, Gestik, Tonalität und Inhalt gebündelt reinkommt, so wie wir es halt über die letzten 50.000 Jahre einfach in der zwischenmenschlichen Kommunikation verinnerlicht haben. Immer noch gleicher Use Case, überhaupt einfach einen Kunden so anzusprechen. Ja. Weil oftmals ist es ja so, gerade da, wo du ja herkommst, ich sage, in Corporates, in großen Unternehmen, da hattest du vielleicht im Sales Kontakt mit dem Chef, Chefin, Entscheider und danach, Anführungszeichen, nur noch irgendwie mit dem Team. Und das Team findet alles super, aber auch da den Kontakt wieder zur Entscheidungsperson zu suchen, nach ein paar Monaten, und zu sagen, hier, hör mal, mit dem Team war das, Ergebnis war das, ich habe übrigens gehört, dass das am Ende dann wirklich rausgekommen ist, komm, lass uns mal nochmal einen Call machen, lass uns lunchen gehen oder sonst irgendwas. Ich kann für mich sagen, jetzt bin ich da aber vielleicht auch in der Situation, dass ich schon immer Videos mache und auch unsere Company eine Video-Company ist. Also auch meine Mitarbeitenden werden sehr, sehr schnell zu Videos gezwungen, sodass sie sehr schnell können und es verinnerlicht haben. So, deswegen passt das komplett zu uns. Und auch als Beispiel, wir wissen auch, sind da sehr dankbar für. Wir wissen, dass wir im persönlichen Austausch, im menschlichen Kontakt die Leute überzeugen können, die uns mögen und alle anderen halt dann auch nicht. Also uns ist wichtig, bei uns ist ein Aha-Moment im Funnel, sagen wir, bringen die Leute so schnell es geht mit uns in den persönlichen Kontakt. Ja.
weil wir so sind, wie wir sind. So, und da hilft das natürlich, das zumindest nicht live, aber es hilft, das, was uns ausmacht, ein wenig schneller im Funnel nach vorne zu bringen. Du kannst so das alles beschleunigen. Ja. Auch schon diese Selektion auf Kundenseite, sage ich mal. Ja, ja. Viele sind ja im Nasengeschäft, sage ich mal. Ne? Also Trainer, ja. Coaches, Berater, da geht's jetzt mal die Fähigkeit von ihm mit voraus. Aber am Ende muss der Mensch mir sympathisch sein und ich muss mit ihm irgendwie harmonieren. So, ja. Mit dem Video kann auch der Kunde sofort entscheiden, passt er zu mir, passt er nicht zu mir. Und da können wir uns beide Zeit sparen, ja, wenn du sagst, der ist nicht der irgendwie zu mir passt oder nicht ins Unternehmen passt von seiner Art. Und wenn jemand, das finde ich aber auch, hast du eben bei mir bewusst und richtig angemerkt, macht euch bewusst, was ihr da macht. Wenn wir da in Mallorca am Pool sitzen, macht das bewusst und nicht unbewusst, weil wenn du es bewusst machst, dann wirst du damit die richtigen Leute anziehen und die richtigen Leute auch abstoßen oder die falschen Leute abstoßen, aber macht die Sachen schon nicht als Unfall, sondern macht sie dann bewusst so oder so. Und bei unser Marketing ist bewusst genau so, wie wir sind. Und das ist heute hier in meinem alten Kinderzimmer bei Oma und Opa. Das ist möglicherweise morgen woanders. Das ist genau der Punkt. Weißt du, was ein schöner Abschluss-Use-Case ist? Hau raus. Der Danke-Use-Case. Am Ende, wenn die Unterschrift da ist, ja, dein interner Champion und du ihr Wochen, Monate, Jahre vielleicht dafür gekämpft habt, dann schickst du zum Schluss ein Danke-Video raus. Und das ist nicht lang. Das sind 20, 25 Sekunden. Ja. Und du sagst, hey, ich freue mich riesig, hier gerade mit der Post oder wie auch immer, kam das rein. Mensch, wir haben echt viel Zeit an den Seiten reingesteckt und ich freue mich, dass es jetzt losgeht. Vielen Dank für den Auftrag, für Ihr Vertrauen. Und dann sagst du kurz, und wie geht es jetzt weiter? Ja, ich übergebe das jetzt an den Projektleiter, an die Projektleiterin, an wen auch immer. Die werden sich dann bei Ihnen melden. Wenn es irgendwas gäbe, stehe ich euch gerne zur Verfügung. Herzlichen Dank. Als ich das erste Mal gemacht habe, wieder Thema Tracking, ne? Ich meine, ich habe das einer Person zugeschickt und habe mich gefragt, wieso wurde das 6-mal geguckt? Ja, und es war nicht immer die gleiche Person. Und er hat es mir erzählt und hat gesagt, naja, ich wollte dann dem Team auch zeigen, mit wem wir jetzt zusammenarbeiten. So, und dann kannten die mich gleich wieder. Und vielleicht hat man es auch einmal aus dem Chef geschickt und der hat gesagt, wieso machen wir das eigentlich nicht? Finde ich mega. Hatte gerade den frechen Gedanken sogar, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Das ist aber jetzt wirklich ein Scherz, das würde ich nicht machen, aber und anbei die Rechnung. Nein, das nicht, glaube ich, ein schlechtes Beispiel. Aber ja, ist ein super Use Case fürs Ende. Und vielleicht auch an dem letzten Beispiel nochmal so, man muss trotzdem vorsichtig sein, wie man es macht. Ne? Wenn du jetzt sagst, ja. So wie immer. Und ich finde, die alten Regeln bleiben, sowohl in der Kaltakquise als auch im Relationship Management. Und man bekommt hier durch ein Tool, wenn man sich dem mal öffnet und das entsprechend übt, und Tool-Unterstützung gibt es genug, man bekommt hier ein Tool, mit dem man seine Persönlichkeit oder komplizierte Dinge vielleicht ein bisschen besser und anders erklärt bekommt, als das, was da draußen so rumfleucht. Genau, und wichtig, will ich zum Abschluss, übertreibt es nicht mit Videos. Ja. Also 80-90% eurer bisherigen Kommunikation bleibt, wie sie ist. Ja, und natürlich muss man alles mal wieder hinterfragen. Aber Videos macht ihr wirklich ganz punktuell, nicht inflationär, mit Fingerspitzengefühl. Dort an den Stellen, wo es Sinn macht, dann werdet ihr da Erfolg haben. Dann ist das manchmal das kleine Quäntchen, was noch gefehlt hat. Und wenn wir uns so einen Eisberg wieder vorstellen, Kaufentscheidungen werden halt im unteren Bereich, unter der Oberfläche einfach getroffen, auf emotionaler Ebene. Alles, was da unterbewusst einzahlt, hilft euch. Und da sind Videos einfach ein sehr, sehr starkes, ergänzendes Instrument. Guckt, dass ihr die Leute natürlich auch schnell in Video-Meetings reinkriegt, denn da seid ihr dann synchron und könnt euch gegenseitig sehen, ganz andere Möglichkeiten. Aber Telefon, E-Mail, Textnachrichten, whatever, ja, hat alles nicht ausgedient, um Gottes Willen. Auch der persönliche Besuch vor Ort übrigens nicht, weil das ist ja das Allerstärkste. Second best thing neben persönlichem Besuch ist halt nun mal Video, und da haben wir synchron mit Videomeeting und asynchron mit Videobotschaften, die jemand, egal wo er ist und wann er sich angucken will, angucken kann. Und das im richtigen Mix gespielt, macht euch erfolgreich. So it is. So, mein Lieber, wenn jemand das spannend findet und das von dir mal für sich angewendet haben möchte oder erklärt bekommen möchte, was muss diese Person machen? Wo findet man dich? Wie kontaktiert man dich am besten? Wo findet man mich? Also entweder ganz normal im Internet unter www.guidoweber.de, ne? Guido mit UI, also guidoweber.de. Und ansonsten bin ich auf LinkedIn unterwegs und ja, ich habe regelmäßig so ein Video-Selling-Day, das ist so ein Eintages-Event, da nehmen wir so die ganzen Grundlagen. Und wer darüber hinaus einfach damit richtig fit werden will, kontaktiert mich und dann gucken wir, wie wir da zusammenkommen. Da gibt es natürlich alles. Es gibt Leute, die sind so fit wie du, ne? Denen erklärt man das eine Stunde, dann wissen sie, was sie zu tun haben und legen los.
Und dann gibt es die, die sagen, boah, Kamera habe ich echt noch nie gemocht und noch nie gehabt. Und die brauchen ein Stückchen länger, aber wir kriegen sie alle vor die Kamera. Und vielleicht kommen wir wohl nicht, wenn wir mit der Zeit gehen wollen, auch gar nicht so drum rum. Dann ist die Riesenchance. Das ist die Riesenchance. Indem es wenige tun, kann ich mich abheben. Ja, absolut. Ich bin dabei. Also, wie gesagt, die Antwort, die wir am häufigsten bekommen, ist, Henry, cool, cool gemacht, keine Ahnung. So. Die Antwort reicht, um das Gespräch wieder aufzuhaben. Ne? So, mein Lieber, ich danke dir für deine Zeit, ich danke dir für deine Tipps, deine Use Case, deine Erklärungen und deine On-Top-Tipps, die ich auch immer wieder bekomme. Macht Spaß, ich finde das Thema gut, ich finde dich gut. Und an alle anderen nicht nur hören, sondern spreche Guido an, probiert es mal aus. Denkt wenigstens mal, das Wenigste, was ich erwarte, was ihr tun müsst, ist, denkt mal drüber nach, an welcher Stelle in eurem ganzen Ding da ihr das möglicherweise einsetzen könntet. Das heißt, wo habt ihr eine Stelle, wo es oft scheitert, und überlegt mal, ob und wie man dort Video-Selling machen könnte. Vielleicht auch ohne Tool. Wunderbar. Ich sage auch ganz herzlichen Dank und freue mich. Bye-bye. Grüße. Ciao.